500 Mark in der Tasche, eine Tüte mit zwei T-Shirts, eine Unterhose, in ein anderes Bundesland gefahren, dort einen Raubüberfall gemacht. Da ich in deren Intimsphäre rumgewühlt habe, ne, das war mir nie so bewusst. Als ich von der Anhörung zurückkam, habe ich dann meine Zelle kaputtgeschlagen, habe gesagt, so jetzt lebe ich so, wie ich das will. Hat sie mich halt auf Seite geholt und hat gesagt, Udo, wir würden gerne eine neue Dame in die Gruppe holen. Aber die ist eine Kindsmörderin. Er ist 20, sitzt seit 2 Jahren im Gefängnis und will raus. Als die vorzeitige Entlassung scheitert, brechen bei Udo Blume alle Dämme. Die nächsten fast 20 Jahre sind von Gefängnis und Verbrechen geprägt. Bis die Begegnung mit einer Kindsmörderin sein Denken völlig auf den Kopf stellt. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Udo. Ich grüße euch. Udo, du hast insgesamt 20 Jahre im Gefängnis gesessen. Weswegen? Uff. Ja, ich würde mal anfangen mit, ja, überwiegend Einbruchsdiebstahl, waren auch Betrüge dabei, war ein Raubüberfall dabei. Eigentlich alles, um irgendwie an andere Leute Geld zu kommen. Das war jetzt nicht irgendwie am Stück, sondern das war rein und raus. Ganz genau, das waren über 30 Jahre 6 Verhaftungen. Wenn du draußen warst nach ein paar Jahren im Gefängnis, wie hast du dann gelebt? Wie sah dein Leben aus? Ja, das ging direkt wieder los, weil ich hatte in meiner ersten Haft versucht, nach den ihren Regeln zu leben in der JVA, habe dann dort mehrere Lehrgänge gemacht, wollte halt auch früher entlassen werden. Dies hat man mir verwehrt, obwohl die ganze Anstalt hinter mir stand. Ja, und da war ich satt. Und dann, als ich von der Anhörung zurückkam, habe ich dann meine Zelle kaputtgeschlagen, habe gesagt, so, jetzt lebe ich so, wie ich das will. Du bist mit 17 das erste Mal eingefahren? Ganz genau. Und wann hast du dann diese Berufung, wann wurde die abgelehnt? Wie alt warst du? Das ist keine Berufung, das ist ein Zweidrittel-Anhörung. Das bedeutet, nach 2/3 deiner Strafzeit bekommst du eine Anhörung und dann wird geprüft, ob du bereit bist zu gehen. Ich hatte 2 abgeschlossene Ausbildungen da drin gemacht, Schweißer und Bauschlosser. Aber das hat denen nicht ausgereicht, obwohl die ganze Anstalt hinter mir stand. Hat der Richter gemeint, nee, bei dem, was der gemacht hat, der kann im halben Jahr nochmal wiederkommen. Da habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss mit lustig. War das für dich der Moment, wo du gesagt hast, jetzt reicht? Ja, klar, ich habe über zwei Jahre eine Faust in der Tasche gemacht, wie ein Bückling da gelebt. Also entgegengesetzt meiner Art eigentlich. Mhm. Gut, jetzt musstest du dann länger in der Ich musste meine Strafe danach zu Ende bringen. Man hat mich dann aus dem Jugendverzug rausgeschmissen und ich bin in den Erwachsenenverzug gekommen. Ja, und dort habe ich meinen letzten Schliff bekommen. Ne? Da habe ich noch 2 Jahre verbracht. Bis zum letzten Tag. Du bist dann tatsächlich auch beim ersten Mal raus. Wie sah das Leben dann aus, als du jetzt draußen warst? Als ich nach dieser Entlassung rausgekommen bin, 500 Mark in der Tasche, eine Tüte mit 2 T-Shirts, eine Unterhose, in ein anderes Bundesland gefahren, dort einen Raubüberfall gemacht, mit genug Geld wieder umgekommen und dann mir hier einen Turm, sagt man in Köln, ist eine Wohnung gestellt und dann, ja, weiter geht's. Einfach so weitergemacht? Ja, natürlich. Hast du niemals den Wunsch gehabt, ein bürgerliches Leben oder ein normales Leben? Zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, nee. Die haben mir das ja verwehrt. Für mich waren die da die Bösen, ne? Das Wort Resozialisierung, sage ich, ist immer für die Leute draußen. Es ist nicht umsonst, dass 80% Rückfälle sind. Aber also, und diesen Wunsch nach einem normalen Leben oder so, hattest du den zu diesem Zeitpunkt nicht, nein. Aber der kam? Der kam später, ja. Wie kam der? Ja, wie kam der? Mein Kind ist geboren worden, meine Tochter. Ich habe einen festen Job gehabt als Gerüstbauer. Was heißt einen festen Job? Ich bin so arbeiten gegangen. Ne? Also ich hatte aber trotzdem einen Job, was für mich ein Wunderjahr war. Ich habe sehr gutes Geld verdient und eigentlich hat mir das Leben gefallen. Mit der Frau, mit dem Kind und... Ne? Aber irgendwie nach einem Jahr ist dann der Job weggegangen, dann ging es halt auch wieder los. Ne? Und das war aber eigentlich die ruhigste und schönste Zeit. Das war für dich die ruhigste und schönste Zeit? Ja, das war. Ich habe später ein Buch gelesen von Hermann Hesse, Siddhartha. Der sucht ja in dem Buch nach dem Sinn des Lebens und kehrt ja später dann wieder dahin zurück, was ihm am meisten gefallen hat. Und das war an der Fähre, die Leute überzusetzen. Und ich wäre gern immer wieder dahin zurückgekommen später. Ne, dass ich dieses solide bürgerliche Leben ohne Stress und immer darauf zu achten, ob die Bullen kommen, das halt. Ne? Aber du bist immer wieder rückfällig geworden. Ja, ja. Wie hast du die Menschen gesehen, wenn du Einbruchsdiebstähle gemacht hast, Raubüberfälle, wenn du Erpressungen, Manipulationen, wie hast du die Menschen gesehen? Ja, in der Regel alles Mittel zum Zweck. Beim Einbruchsdiebstahl habe ich immer noch gemeint, ich bin ja der Gute, ich tue ja keinem was. Ne? Dass ich die aber zurückgelassen habe mit traumatisierten Köpfen und in deren Intimsphäre rumgewühlt habe, ne, das war mir nie so bewusst. Du meinst mit Einbruch die Wohnung? Ja, ja, klar. Die Wohnung. Ja, klar. Das ist eigentlich dein Sicherungspol. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn bei mir einer meine Sachen durchwühlt.
würde ich verrückt werden. Das war mir damals aber nicht bewusst. Hm. Wann hast du angefangen mit diesen kriminellen Sachen? Oh, mein erstes kriminelles Ding war ich 12. Da bin ich in eine Bäckerei gegangen mit einem 10-Mark-Schein und habe die so schwindelig gelabert, dass die mir auf 50 Mark rausgegeben hat. Dann nennt man einen Wechseltrick. Du sagst, du hast mit 13 angefangen. Wann? Mit 12, erste Kriminelle. Das heißt, du hast durchgezogen als Bande, als Team? Oder? Das mit der Bande kam später. Das wurde so mit 14, 15 war das. Und dann, wann bist du geschnappt worden? Ich dann noch einen Schritt mit 17. Bei einem Raubüberfall, oder? Nee, auch beim Einbruchsdiebstahl. Ich bin gar nicht geschnappt worden. Mittäter von mir sind geschnappt worden, ja, und die haben Lebensgeständnis gemacht. Haben deine Eltern eigentlich mitbekommen, dass du so kriminell warst seit 13, 14, 15. Lebensjahr? Nein, es gab einmal eine Situation, da hat ein Polizist, da war aber noch früher, siehste, eieiei. Eigentlich habe ich mit 8 das erste Mal was Böses gemacht. Hm. Ich habe einen Kaugummiautomat geknackt, es gab früher so Feuerzeuge und Taschenmesser da drin. Dann habe ich den Deckel aufgeknallt und habe mir die in eine Tasche gesteckt. Die haben so eine Mark gekostet und habe mir dann reichlich davon mitgenommen. Und dabei bin ich von dem Herrn, dem der DM-Markt da gehörte, so ein kleiner Drogeriemarkt, gesehen worden. Und da kannte sich jeder jeden. Ja. Und dann kam halt der Ferdi Schmitz, das war der Dorfbulle, sage ich jetzt mal, der Dorfpolizist. Der kam dann samstags zu uns und ich saß gerade in der Badewanne. Und ich habe das Gespräch gehört und ich war schon überlegen, wie schütze ich mich jetzt. Aber es gab in der Badewanne nichts zu schützen. Und dann kam der Alt rein, dann gab er erstmal eine Reise dafür. Ja. Das war das. Also, haben deine Eltern dich sonst irgendwie abhalten können von dieser kriminellen Laufbahn? Nee, danach haben die das gar nicht mehr mitbekommen. Aber ich habe dann irgendwann im Alter von 13 einfach mal gefragt, warum seid ihr blond am Kopf und nicht schwarz? Was ist hier verrutscht? Deine Eltern gefragt? Ja, und dann hat mein Vater mir halt erklärt, dass die Mama keine Kinder kriegen konnte. Und dass ich adoptiert bin, dass mein richtiger Vater halt ein Grieche ist, Mama Deutsch. Und in dem Moment war für dich? Und dann war für mich Ende. Dann haben die gar keine Handhabe mehr auf mich gehabt. Und dir war alles egal? Ja. Du bist mit 17 dann zum ersten Mal ins Gefängnis eingefahren worden. Kannst du dich an erinnern, wie das war für dich? Ja, erstmal cool, ne? Gehörte so dazu. Ein Mann ohne Knast ist kein Mann, so war das früher, ne? Also da, wo in der Welt, wo ich mich bewegt habe. Aber natürlich, wenn du dann später eine Kamelle kriegst von 4 Jahren, 2 Monate, dann gab es auch Momente, wo ich dann mal für mich geheult habe, ne? Klar. Also innen drin hast du wirklich? Ja, natürlich. Hast du Angst gehabt? Ja, Angst jetzt nicht, weil ich konnte mir helfen, ne? Da ging es jetzt nicht drum. Aber das ist ja schon eine lange Zeit. Ne? Mhm. Im Knast, wie hast du überlebt? Die hatte ich ja eben kurz erzählt. Die erste Zeit habe ich mich damit aufrecht gehalten, dass ich gelernt habe und diese Lehrgänge gemacht habe. Ja, und danach in dem Erwachsenenverzug, da musst du natürlich auch austeilen können, schon mal hinlangen können. Ja. Ja, ja. Ich hatte einen guten Lehrmeister da. Bei einem Aufenthalt in dem Gefängnis, ich glaube, das war der 4. oder der 3. Aufenthalt, gab es auf einmal eine Gruppe? Ja, die gab es schon immer. Das war eine Vorbereitungsgruppe für Gottesdienste zu gestalten. Wieso? Bist du da hingegangen? Ja, weil das ist ja eine Insel. Du kommst aus deiner Zelle raus, du bist nicht in deiner Zelle und du bist in der Kirche, wo du dich frei bewegen kannst. Da ist gerade kein Gefängnis in dem Moment. Mhm. Das ist wie eine Insel, war das. Und dann durften wir Gefangene, wir hatten noch Frauen in dem Gefängnis und Männer und Frauen in einer Gruppe zusammen, koindikativ, glaube ich, nannte sich das. Und wir haben dann die Gottesdienste gestaltet. Ja, und das hat halt Spaß gemacht. Ne? Wir haben auch Aufführungen gemacht, Theater und all so Sachen. Und mit Glauben? Hast du da irgendwas am Hut gehabt? Ja, jein, sagen wir mal. Ich wusste, dass es was gibt, aber jetzt so richtig mich damit beschäftigt oder so nicht. Ich bin zwar katholisch aufgewachsen, musste jeden Sonntag in der Kirche, musste dem Alten abends dann erzählen, wenn er aus der Schicht kam, was da gelaufen ist. Aber das war für mich kein Glaube. Und dann eines Tages hat ja die Pfarrerin dich komplett herausgefordert. Mit was hat sie dich herausgefordert? Ja, sie wusste halt, dass ich so ein bisschen der Leader war von der Gruppe und hat sie mich halt auf Seite geholt und hat gesagt, Udo, wir würden gerne eine neue Dame in die Gruppe holen. Aber die ist eine Kindsmörderin. Das ist ja schwarz. Ich sage, das ist ja jetzt nicht ernst, oder? Warum? Ich sage, sie wissen doch, was solche Menschen bei mir in meinem Leben für einen Wert haben. Was hatte die für einen Wert? Gar keinen, verbuddeln. Für sein eigenes Kind umbringt, weg. Aber irgendwie bin ich neugierig geworden, weil meine Pfarrerin halt auch eine Mutter war. Die hatte auch 2 Kinder. Ne? Mhm. Sie ist evangelisch, war auch verheiratet. Ne? Und dann habe ich sie halt gefragt,
wie sie das schafft, mit solchen Menschen umzugehen. Weil es gibt ja irgendwie ein ungeschriebenes Gesetz, dass Kindsmörder... Ja, da ist Ende. Da ist absolut Ende. Alle im Gefängnis machen mit. Also ich kenne Zeiten, wo wirklich die Beamten uns gesagt haben, wir haben einen Kiwi, also einen Kinderficker, bekommen. Wie immer, okay, wie immer. Da gab es halt so ein Ritual, wie das gemacht wurde. Und dann hat der Beamte aufgeschlossen und ich habe dann 2-3 Leute eingesammelt oder ich bin eingesammelt worden, bei wem auch immer das gerade auf der Abteilung war. Weil ich war Hausarbeiter, heißt ich war draußen. Ja, und dann sind wir in einer Reihe mit 4 Mann, haben die platt geschlagen. Aber richtig platt, ja, ne? Also nicht tot, aber schon sehr stark verletzt. Und das war bei dir im Hinterkopf, als du ja, gehört hast, so eine Frau kommt in die Gruppe. Das war mir in dem Moment egal. Und dann noch halt, ne? Ihr eigenes Kind so, ne, hatte ich überhaupt keinen, komme ich überhaupt nicht klar mit, ne, mit dem Ding. Hast du das der Pfarrerin mal gesagt, dass du die? Ich habe ihr das genauso gesagt. Ich habe ihr auch gesagt, sie wissen doch, wer ich bin, sie wissen doch, wo ich war, im Gefängnis, und sie kennen doch meine Art. Ne, aber irgendwie hat sie mich halt auch neugierig gemacht, hat ich ja gerade schon gesagt, weil sie halt auch Mutter ist. Und dann habe ich sie halt gefragt, wie sie damit umgeht. Ne? Und dann hat sie mir halt gesagt, das ist eine Seele und ich sehe die als Mensch. Die Tat interessiert mich erstmal nicht. Guck doch mal in deine Akte rein. Ja, und da gab es ja so einen Spruch in der Bibel, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das kannte man irgendwie immer schon. Das kannte ich sogar von sonntags von der Kirche und auch von meinem Papa, wo ich gehen musste. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, dann bist du mal besser ruhig. Und dann habe ich ihr halt gesagt, okay, komm, wir probieren das. Probieren was? Ja, dass die kommen kann. Okay. Dann bin ich zu den anderen gegangen, ich sag, pass auf, die Tralala und hin und her kommt, die kannte ja da auch jeder, ne? Die hat auch Einzelhaft gehabt bei den Frauen drüben, ne? Also erschwerte Einzelhaft, weil die halt an jeder Ecke was auf den Kopf gekriegt hätte. Die Mädchen sind noch schlimmer wie die Jungs. Und dann habe ich gesagt, wir geben der Frau hier einfach mal eine Chance und wir versuchen das. Wenn das nicht klappt, können wir immer noch sein lassen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich bin dann zurück auf die Zelle und dann habe ich mir gedacht, wie kann eine Pfarrerin das, wie macht man das, mit dem Menschen so umgehen? Da habe ich gesagt, das ist ja eine Vergebung, die kann dir doch menschlich gar keiner, da machen wir das nicht wegen dem Job, weil ich Geld verdiene oder weil ich jetzt eine Priesterin bin oder irgendwas. Da kann doch nur sein, dass da irgendwas gibt, was dir so viel Vergebung schenkt, ne? Dass du mit so einem Menschen umgehen kannst. Und als sie dann gekommen ist und ich mit ihr dann nachher sogar... nicht Best Buddy, aber wir haben uns schon richtig super verstanden. Ne? Habe ich gemerkt, so, das gibt einen Jesus. Es gibt einen Jesus, es gibt einen Gott, es gibt eine Vergebung, die du anlegen musst. Und dann ist mir auch eingefallen, was ich über die Jahre hin den Menschen alles angetan habe. Ne? Da kam bei mir alles hoch. Das ist jetzt alles ein bisschen zu schnell. Also, das heißt, du bist in eine Zelle gegangen, hast nachgedacht. Ja, ich habe nachgedacht, wie es sein kann, dass man sich mit so einem Menschen so verstehen kann. Weil ich hatte mich mit ihr halt gut verstanden. Und hast du dich mit der Pfarrerin darüber nochmal unterhalten? Ja, ja, klar. Wir haben ja auch gebetet und alles. Du hast gesagt, es gibt einen Gott, es gibt ja, Jesus. Ja, klar. Wie bist du darauf gekommen? Das ist ein Gott, weil durch die Gebete und alles ich immer offener dafür wurde und immer mehr keine Straftat gesehen habe, sondern nur noch sie. Als Mensch? Ja, natürlich. Und als eine Seele. Dass sie, ich hab dann die gleiche Scheiße gebaut. Andere. Mhm. Mein Haufen vor der Tür, der war noch 10-mal höher, wenn du so willst. Nur weil das jetzt was anderes war, ist sie doch nicht. Bin ich doch nicht besser wie sie. Ich habe da auch den Leuten geschadet bis dort hinaus. Und wie kam jetzt Jesus ins Spiel oder Gott? Durchs Beten und dadurch, wo ich gemerkt habe, wenn wir mit ihm gesprochen haben oder ich auch mit ihm gesprochen habe, dass ich immer mehr Vergebung erfahren konnte ihr gegenüber. Das heißt, du hast mit der Pfarrerin da gebetet? Oder auch, ja, von klar, dir? Auch für mich alleine natürlich. Und mit ihr haben wir nachher auch zusammen gebetet. Ne? Und vor allen Dingen habe ich dann auch angefangen, in der Zeit noch in der JVA, Empathie für meine Opfer zu empfinden, was ich ja früher nie hatte. Für mich waren die alle nur Mittel zum Zweck. Geld her und fertig. Hast du ein Beispiel, wie du auf einmal Empathie empfunden hast oder nachvollziehen konntest, wie es ihnen geht? Ein Beispiel war, dass... ich einen Mittwoch Stern-TV geguckt habe und da saßen 2 Damen, bei denen auch mehrere Einbrüche geschehen sind. Und die eine Dame ist schon das dritte Mal umgezogen, weil sie sich nirgendwo mehr wohlfühlen konnte. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, was ich überhaupt getan habe. Und da ist mir klar geworden, du bist ein richtiger, dreckiger, verkommener Hund gewesen.
keine Werte hast du gesehen, dich hat nichts interessiert. Du hast die Menschen wie ein Stück Dreck behandelt. Und da soll ich ihr nicht vergeben können. Und das habe ich nur durch ihn. Du sagst jetzt vergeben. Gebeten. Also das heißt echt, in dem Moment hast du darüber nachgedacht? Ja, Mann. Bist du da mal mit Gott ins Gespräch gegangen und hast gesagt, bitte vergib mir? Das hat er getan. Mein Problem ist, mir selber zu vergeben, bis heute noch. Wie hat er dir vergeben? Ich würde am liebsten jeden Ei... Das, wie hat er mir vergeben? Was hat er denn für uns getan? Er hat uns einen Jungen ans Kreuz genagelt. Und das hast du alles in dieser Gottesdienst-Vorbereitungsgruppe ja, da? Ja, ja, klar. Also ein Junge ans Kreuz, du meinst Jesus? Ja, ja, klar. So sein Kind, sein Sohn. Gab es so einen Moment, wo du sagen kannst, okay, an dem Moment habe ich gesagt, hey, tut mir leid, vergib mir? Ja, ja, öfters sogar. Öfters. Und auf der Zelle, ich habe ja dann Zeit genug gehabt, ne? Bist ja abends alleine, da ist ja keiner. Dann machst du das. Stehst am Fenster und fängst an zu heulen und Herr, vergib mir bitte. Und ja, aber ich habe das auch gespürt. Ich merkte, wie ich immer offener, immer ruhiger, gelassener wurde und wie ich halt ein Gewissen entwickelt habe, vor allen Dingen, ne? Gerade bei ihr, wenn ich mit ihr immer wieder zu tun hatte. Und dann aber auch angefangen im Gefängnis mit den anderen Mitmenschen halt auch. Ne? Du hast denen dann angefangen zu erzählen, dass du jetzt ein ruhiges Gewissen hattest, oder? Ja, ja, klar. Weil Gott dir vergeben hat. Das ist ruhiger, genau, dass ich gechillter wurde. Dass ich überhaupt ein Gewissen entwickelt habe. Ich werde wahrscheinlich immer schon eins gehabt haben, nur ich habe das verdrängt. Ne? Das war nie da. Hast du das der Pfarrerin mal gesagt? Ja, dass klar, die wusste alles, ja, natürlich. Dass dir vergeben ist? Ja, ja. Sie hat mir das ja auch gesagt. Weil dass ich halt immer wieder geheult habe. Ne? Du sagst... Gott hat dir vergeben, aber du kannst dir selbst nicht vergeben. Wie merkst ich du habe das? Eine große, ja, weil ich am liebsten jedem Einzelnen, dem ich irgendwie was getan habe, würde ich am liebsten Entschuldigung sagen. Nur das kann ich leider nicht. Ne? Ja. Ja. Du bist dann tatsächlich nach diesem letzten Aufenthalt rausgekommen und jetzt mit Gott. Da, nach diesem Aufenthalt, wo wir gerade von erzählt haben, bin ich noch mal rückfällig geworden, also auch kriminell geworden. Und aber mit einer ganz anderen Art. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich habe bei einem Einbruch hatte ich Sachen irgendwie gefunden. Da waren die ganzen Unterlagen drin von der Beerdigung und all sowas, ne? Die ganzen Kondolenzdinger und alles. Die habe ich wieder zurückgebracht. Klar, Geld habe ich behalten. Ne? Und, ne? Aber diese Sachen habe ich so was hätte ich vorher nie gemacht. Hätte ich Feuer draus gemacht. Ne? Und was ist aus deinem Leben dann geworden, wenn du solche Sachen wieder zurückkommst? Dann bin ich wieder verhaftet worden irgendwann und dann habe ich mir gesagt, so, jetzt haltst du dir eine Therapie auf, die lange dauert, die ein Stück weit unter Zwang ist, damit du jetzt endlich schaffst, dein Leben mehr auf die Reihe zu kriegen. Und Gott, hat er dir dabei geholfen? Immer und immer wieder. Ich habe erst aus eigener Kraft versucht. Weil ich hatte ja auch diese ganzen Werte und Normen, die eine Gesellschaft so mit sich bringt, die kann ich ja gar nicht. Für mich hieß es nur früher, fuck the rules, ne? Also leb so, wie du willst. Und dann habe ich halt eine sehr lange Therapie gemacht, die über 2 Jahre ging. Und in der Zeit ist mir dann, hat der liebe Gott mir noch einen ganz besonderen Menschen an meine Seite gestellt. Meine Ex-Partnerin, die aus einer christlichen Familie kommt. Und ihr erstes Geschenk war zu meinem Geburtstag, bin ich 50 geworden, darin war die Bibel. Und da habe ich dann halt richtig angefangen, mich mit Gott zu beschäftigen und mit ihr halt auch. Und okay, du kriegst eine Bibel geschenkt, setzt dich hin und liest. Und was hat dich jetzt irgendwie überrascht oder fasziniert? Oder wie würdest du das sagen? Jetzt mit der Bibel? Ja. Ja, weil man da, das ist ja die Visitenkarte von ihm. Ne? Von Gott? Ja, ja, klar. Gibt es irgendeine Bibelstelle oder irgendeinen Text? Nee, so aus dem Kopf habe ich jetzt nicht. Gibt viele schöne Sachen. So ein Motto ist das hier, ne? Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das ist was mich geprägt hat damals und heute auch noch. Wenn einer meint, er müsste irgendwie abrotzen über andere, dann sage ich auch immer, überleg mal, was du im Keller hast. Dann sage ich, und dann kannst du mal gucken, ob du werfen kannst. Das ist schon was Besonderes. Hast du mal erlebt, dass Gott dich auch irgendwie begleitet, dir was schenkt, dir was Gutes tut? Ich glaube, ich habe letztes Jahr so viele Geschenke gekriegt, die ich sowieso nicht verdient habe. Sag mal ein Beispiel. Ein Beispiel? Ja, da kam irgendwie alles zusammen. Ich bin letztes Jahr, ich hatte eine chronische Krankheit, gesund. Meine Bewährung ist um. Also ich habe es geschafft, nicht mich erwischen zu lassen, sondern nichts mehr zu machen. Ne? Das waren 5 Jahre. Dazu kam, dass man mich angesprochen hat, dass ich einen festen Job bekomme.
als Hausmeister von einem Haus mit 228 Wohneinheiten und 450 Leuten. Da habe ich gesagt, er ist hier versteckte Kamera, aber Sie wissen, wer ich bin, ne? Ich krieg die Schlüssel für 228. Ihr gebt mir jetzt hier so einen Klotz und ich soll das hier verwalten. Ja, das wissen wir, wer Sie sind und was Sie gemacht haben. Aber wir haben da trotzdem ein gutes Gefühl. Ja, dann war das halt so. Ne, dann habe ich dann tatsächlich einen festen Job gekriegt. Dann der Chef, auch ein Wunder, das sind für mich Wunder. Mir ist nichts anderes. Der Gott schickt die Menschen. Diese Menschen hat er mir geschickt. Bin ich mit 1.000.000% von überzeugt. Der wusste, dass ich noch 1.200 Euro Schulden hatte beim Schuldnerberater und kam dann 2-3 Tage später und legt mir 6.200 dahin und sagt, Sie fangen hier bei Null an. Bezahlen Sie Ihren Dress, den Sie da noch offen haben, und dann fangen Sie hier bei Null an. Das ist ein zinsloses Darlehen. Geben Sie mir so wieder, wie Sie können. Dann hast du erste Gehalt bekommen. Was hast du gemacht? Erstmal 300 Euro indirekt zurückgegeben, wie wir das vereinbart haben, über 4 Monate. Ja, und dieses Geld war, ja, das war wertvoll. Das war nicht so wie das Geld von früher. Ich habe früher, keine Ahnung, ich will jetzt das Türchen so proletisch an. Da hast du da beim Einbruch mal, weiß ich, 10 oder 20.000 geschnappt, ne? Aber das war tausendmal mehr wert. Weil das war ehrliches, erarbeitetes Geld, was ich mir verdient habe, ich. Du bist jetzt Hausmeister. Ich bin der Katschmareik. In Köln sind wir Katschmareik. Ich denke, das weißt du. Ehemaliger Einbrecher ist Hausmeister. Ja, Mann. Wie lebst du deinen Glauben als Hausmeister? Meine Werkstatt ist nicht nur meine Werkstatt, sondern ist auch mein Warroom. Also Kriegsraum, Warroom. Ja, gibt ja den Film, den habe ich gesehen, Warroom, ne, wo sie sich halt auch so einen Raum da fertig macht und dort ihre Kämpfe hat, ne, mit dem, was mich gerade fesselt, was mich noch... Ich bin noch vor ein paar Monaten gefallen, bin ich noch drogenrückfällig geworden, habe noch gespielt, gezockt. Also hier sitzt kein Engel, ne? Ja. Heute noch nicht, aber ich bin dran. Das heißt, du gehst runter in dein Warroom, um Gott zu begegnen? Das ist eine Möglichkeit, und seitdem ich einen Job habe, habe ich natürlich auch einen Schlüssel fürs Dach. Und im Sommer oder jetzt die ganze Zeit, wo es halt schönes Wetter ist, gehe ich lieber in 46 Meter Höhe aufs Dach. Das heißt, du stehst da oben? Ich stehe da oben, kann mich da hinsetzen, habe meine Ruhe und ich bin dem da auch noch ein Stück näher. Hört sich doof an, das ist aber so. Und dann bete ich halt da oben und habe ich meine absolute Ruhe. Und was erlebst du? Vögel, du hörst Wind, siehst mal einen Hubschrauber, mal ein Flugzeug, aber in der Regel hörst du da oben. Was erlebst du da, wenn du mit Gott Zeit verbringst? Ja, ich gehe erfüllt wieder runter und könnte das ganze Haus wieder abreißen, so ungefähr. Ne? Ja. Und kannst kann du mir beschreiben, wie du kämpfst, wie du fightest? Ja, wie kämpfe ich, wie fighte ich? Indem ich meine alten Sachen immer wieder auch hochhole, ne? Mir bewusst werde, wo ich nicht mehr hin möchte. Ne? Zum Beispiel? Ja, mach mich frei von Kriminalität, in den Drogen, Spielsucht, Art und Weise zu reden. Das ist auch ganz wichtig, weiterhin geduldiger zu werden in Situationen, weiser zu werden in vielen Sachen. Ich habe mit 450, 500 Leuten zu tun. Das ist auch nicht immer einfach. Ne? Da musst du echt Geduld haben und ein dickes Fell. Aber das klappt ganz gut. Du hast ja früher nie Respekt vor den Leuten gehabt. Nee. Weder vor denen, wo du eingebrochen hast, nee, die du manipuliert hast, verprügelt hast. Und jetzt? Was ist daraus geworden? Ja, heute helfe ich den Leuten bei mir im Haus. Ich habe ein paar Ältere, denen ich ihre Getränke hole oder mal was einkaufe oder unterstütze, wenn sie am Balkon und was haben. Helfe ich den Leuten. Na, heute ist das für mich was ganz anderes. Das ist für dich dann der Respekt, dass du auf einmal sagen kannst, ich helfe. Ja, klar. Das haben die auch alle verdient. Ich werde ja auch mal irgendwann alt. Dann freue ich mich vielleicht auch mal, wenn mir jemand die Tür aufhält oder mir ein Sechser Wasser holt, weil ich ihn nicht mehr schleppen kann. Ja. Wie ist das mit Gott? Wer ist Gott für dich heute? Das ist mein Leitfaden. Also er ist mein Navigation geworden. Ja. Und Gott, wie würdest du denn heute sagen? Ist das ein Richter, ein Vater oder wie ist das für dich? Jesus, wer Vater. Ist das für dich? Vater natürlich, klar. Guck mal, ich hab dir eben erzählt, was der mir letztes Jahr für Wunder reingeknallt hat. Cool. Vor allen Dingen alle gehen. Mein Vater ist leider schon tot, meine Mutter ist leider schon tot. Der bleibt. Freunde, weg. Wer bleibt? Cool. Ja, absolut. Udo? Hätte ich nie gedacht früher, dass ich mal so hier sitze und so darüber reden würde. Du bist echt. Was war am Kopf? Du bist echt ein kölscher Junge. Ja. Danke, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Absolut. Danke, dass ich kommen durfte. Das ist Dankeschön. Das ist der Segen.
Gott nimmt dich an und liebt dich, egal was du getan hast. Udo Blume hat ein neues Leben mit ihm angefangen und wenn du willst, kannst du das auch. Rede mit Gott. Sag ihm, was dich bewegt, was dir leid tut und was du dir wünschst. Und bitte ihn, in dein Leben zu kommen. Und wenn du magst, erzähl uns, was danach passiert ist. Bis zum nächsten Mal.